Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, letzte Folge haben wir Omega aktiviert und auch wieder in Stase versetzt. Und jetzt gucken wir mal, was es jetzt von uns so möchte. Ich habe keine Ahnung, warum wir den Kontakt zu Omega verloren haben. Jedenfalls sollten wir die Lage lieber von oben im Auge behalten. Los, auf die Enterprise. Dann mal los. Ja, okay. Schöner Schlamassel. Wir haben Omega aktiviert, aber aus den Augen verloren. Wir müssen sie wiederfinden. So. Zwei Notenräume mit einmal He who continues the attack und Imperial Will. So. Anlass zu einem mutigen Schritt. Gut, dass ihr unverletzt seid. Man hat ein riesiges Objekt von Westen her in den Himmel aufsteigen sehen. Alle waren in heller Aufruhr. Ich muss nachsehen, was aus der Lichtsphäre über dem Wall geworden ist. Aber Ida, Khan Isena erwartet uns doch. Die älteste Saatseherin? Geht und sprecht mit ihr. Gosetsu und ich sehen nach Ida. Vielen Dank, Yugiri. Dann lass uns den Anführern der Allianz rasch Bericht erstatten. Gut, dann wieder mal zum Wasserrosentisch. So, Druidengilde. Die älteste Saatseherin erwartet euch. Wünscht ihr zum Wasserrosentisch vorgelassen zu werden? Ja. Hui, diesmal dürfen wir selbst dorthin gehen. So, hallo, da sind wir wieder. Ich danke euch von Herzen für euren heldenhaften Einsatz. Man sagte mir, ihr hättet Omega erfolgreich aktivieren können. Ja, das ist uns gelungen. Aber wir wissen leider nicht, was danach geschah. Unmittelbar nach dem Zusammentreffen mit ihrem Zielobjekt haben wir den Kontakt zu Omega verloren. Sie reagierte nicht mehr auf unsere Signale. Konnte man von hier aus beobachten, was passiert ist? Es ist schwer zu beschreiben. Es war ein ungeheuerlicher Anblick. Einfach überwältigend. Omega flog heran und stürzte sich auf die Lichtsphäre. Die Hülle brach auf und ein gewaltiger Drache entstieg daraus, wie aus einem Kokon. Der Primarier verfinsterte den Himmel und tauchte alles in ein seltsames Licht. Er versuchte, Omega zu verschlingen, vermutlich mit einer Art Zauber, der den Umgebungsäther manipulieren konnte. Die beiden kämpften lange hoch in den Lüften, ohne dass sich ein Sieger abzeichnete. Dann sahen wir ein gleißendes Licht und danach hörte und sah man nichts mehr. Die beiden müssen in der Nähe von Alamigo niedergegangen sein. Sie haben sich wohl gegenseitig vernichtet. Ich habe noch nie etwas derartiges gesehen, doch es scheint, dass es in dumanischen Mythen ein recht ähnliches Wesen gab, das den Namen Shinryu trug. Wir wollen den Drachen Primarier also vorerst ebenso nennen. Beunruhigend ist, dass wir nicht wissen, was mit Shinryu und seinem Gegner geschehen ist. Sie sind in Gyr Abanya jenseits des Walls abgestürzt, wohin unser Blick nicht reicht. Deshalb haben wir Pippin entsandt, um mit den Truppen der Allianz den Wald zu sichern. Wir müssen in die Offensive gehen. Omega darf den Gallianen nicht in die Hände fallen. Der Gegner hat seine Linien noch nicht reorganisiert. Wir haben also eine reelle Chance. Ich werde gleich im Anschluss an die Versammlung selbst zu den Truppen stoßen, um die Lage in Gyr Abanya zu sondieren und die Kontrolle über die Grenze zu festigen. Dann finden wir hoffentlich heraus, was nach dem Abbruch des Signals passiert ist. Das Zeitmanipulationssystem haben wir jedenfalls vom Kontrollraum aus aktiviert. Omega müsste sich jetzt wieder im Tiefschlaf befinden.
falls das System ordnungsgemäß funktioniert hat und die Galia es nicht wieder deaktivieren. Da würde ich mir mal keine Sorgen machen. Ohne mich sind diese Stümper völlig aufgeschmissen. Fürs Erste ist Omega ein lebloser Klotz, den sie nicht so schnell wieder flott kriegen. Das ist beruhigend zu hören, doch wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen. Sehr wahr, und wir müssen rasch mit den Widerstandskämpfern in Gyr Abania Kontakt aufnehmen. Das dürfte auf lange Sicht vielleicht auch den Weg zur Befragung Alamigos ebnen. So, sie wollen langsam die Befragung Alamigos in Angriff nehmen. Du bist wahrscheinlich genauso erschöpft wie ich, aber würdest du mich noch auf einen Abstecher begleiten, bevor wir in den Sonnenschein zurückkehren? Ich würde gern bei Amarisechs Wachturm mit Ishtola sprechen. Sie und die anderen konnten von dort aus sicher besser beobachten, was mit der Lichtsphäre passiert ist. Hoffentlich ist ihnen nichts geschehen. Außerdem mache ich mir Sorgen um Ida. Vielen Dank. Lass uns gleich gehen. Jo, wir gehen dann mal und lassen euch in Ruhe. Wobei, da können wir eigentlich direkt hin teleportieren. So, dann auf zum Wachturm. So, da sind sie auch schon. Bin ich froh, dass euch nichts passiert ist. Dem Bericht nach hatte ich schon das Schlimmste befürchtet. Der Kampf wurde in der Luft ausgetragen und hat nur das Gebiet hinter dem Wall stark verwüstet. Unsere Seite ist zum Glück weitgehend verschont geblieben. Das war vielleicht aufregend. Der Prima-Eos der Lichtsphäre hatte die Gestalt eines riesigen Drachen und er schien dafür geboren zu sein, Tod und Zerstörung zu bringen. Kein Wunder. Ilbert hatte ihn mit der Macht von Nitox Augen beschworen, getrieben von Rachedurst und Zerstörungslust. Sein einziger Daseinszweck war die Vernichtung der Galea. Omega war nicht weniger beeindruckend. Ein Kampf der Giganten, das spottet jeder Beschreibung. Wo ist Ida? Sie wartet oben. Kommt! Papalimos Licht ist verloschen. Leb wohl, mein Freund. Ida. Ich bereue nicht, was ich getan habe. Es musste so sein. Mir war klar, dass Papalimo den Versiegelungszauber nur unter Einsatz seines Lebens wirken konnte. Ich wusste auch, dass er uns damit nur etwas Zeit erkaufen würde. Ida, es tut mir so leid. Ich kann mich nicht länger hinter Papalimos kleinem Rücken verstecken. Und auch nicht hinter dieser Maske. Vor 20 Jahren, als die Galia Alamigo eroberten, war ich noch ein kleines Kind, gerade 5 Jahre alt. Mein Vater war einer der Rebellenanführer, die versuchten, den tyrannischen König von Alamigo zu stürzen. Ich hatte auch eine ältere Schwester. Stark war sie, immer fröhlich und erledigte alles mit links. Sie hat so mutig an der Seite unseres Vaters gekämpft.
Als die galäischen Truppen in unsere Heimat einfielen, stellte mein Vater sich ihnen entgegen. Meine Schwester brachte mich in Sicherheit. Wir flohen, immer weiter und weiter, bis wir endlich die Kolonie der Schalayana erreichten. Auch in der Fremde gab meine Schwester niemals die Hoffnung auf. Sie glaubte fest an die Befreiung unserer Heimat und tat sich dafür mit Louis Soir zusammen. Und ich war ganz schön stolz auf meine große Schwester. Ida, warum hast du die Maske aufgesetzt und den Namen deiner Schwester angenommen? Weil du wie sie sein wolltest? Yishtola, du hattest mich durchschaut. Du wusstest gleich, dass ich nicht Ida bin. Natürlich. Wir alle hatten es bemerkt. Wie kindisch von mir zu glauben, ich könnte die Exegeten täuschen. Meine Schwester starb vor 6 Jahren bei dem Versuch, Flüchtlinge aus Alamigo zu schleusen. Sie stellte sich schützend vor ein kleines Mädchen und bezahlte dafür mit ihrem Leben. Meine starke Schwester. Warum hast du uns das verschwiegen? Es tut mir leid. Ich hätte es euch sagen sollen. Mein richtiger Name ist Lise. Papa Limo gab mir die Maske meiner toten Schwester als Andenken. Aber ich hatte eine bessere Idee. Ich wollte den Platz meiner Schwester an Papa Limos Seite einnehmen. Mir war klar, dass ich meine Schwester niemals ersetzen konnte, aber ich wollte mich nützlich machen. Wie Papa Limo mir zum Abschied sagte, ich habe eine andere Aufgabe. Eine, die nur ich erfüllen kann. Das Zeichen der Exegeten, das Papa Limo mir verliehen hatte, ist weg und damit auch meine letzte Ausrede. Jetzt kann und muss ich mich frei entscheiden. Ich als Lise. Und mein Entschluss steht fest. Ich werde den Kampf meines Vaters und meiner Schwester fortsetzen. Ich werde unsere Heimat Alamigo aus den Klauen der Galea befreien. Der Krieg nimmt kein Ende. Bereust du, dass du gegen das galäische Kaiserreich aufbegehrt hast? Es gab Momente, in denen ich Reue empfunden habe, aber ich habe nie daran gedacht, mein Schwert niederzulegen. Ja, der Kampf geht weiter. Komm, Yugiri! Unsere Heimat braucht uns. Ida war also eigentlich Lise, und nun hat sie endlich ihre Maske abgenommen. Papa Limos Verlust ist nichts, das man so einfach beschreiben kann. Und trotzdem hat sie einen so bedeutsamen Schritt getan. Lass uns ihren Mut anerkennen und sie auf ihrem Weg unterstützen. Nun braucht sie unsere Freundschaft mehr als je zuvor. Kehren wir in den Sonnenstein zurück. Auch auf uns warten treue Freunde. Land, do you hear? Echo.
echoes of truth that once rang clear. Two souls intertwined, one true love they did find, bringing land and heavens near. But flames that burn full bright soon fell dark. Memories dimmed by shattered hearts in the waxing gloom did wane the lover's moon, watching as their worlds drift apart. One soul's cry, a passion welling. Please.
So, und das war im Prinzip das Ende von Heaven's Wars. So, und zum Abschluss quatschen wir nochmal mit Alize. Die möchte ja auch irgendwas von uns noch. Alfinor hat mir alles gesagt. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte. Es tut mir wirklich leid, dass Ida, Lise so viel durchmachen musste. Aber wir werden ihr beistehen. Dafür sind Freunde schließlich da. Du solltest dich fürs erste einmal ordentlich ausruhen. Wenn die Allianz erst den Wall besetzt, wird die Tür nach Kyr Abania aufgestoßen. Und dann beginnt der eigentliche Feldzug. Der Bund wird natürlich dabei sein. Auch wenn wir nicht gleich die ganze Welt retten können, so können wir doch noch andere dabei unterstützen, Schritte in eine bessere Zukunft zu setzen. Beeilung, die Galliar werden sich bald neu formiert haben. Macht alles zum Angriff bereit. Nun beginnt es, Vater. In der Tat, nun beginnt es. Ich zähle auf dich, Pippin. Verlass dich auf mich, ich werde kämpfen, wie du es mich gelehrt hast. Wilbert, mein alter Kamerad, ich werde dir zeigen, wie man seine Heimat zurückerobert. Unsere Heimat. Das schwöre ich dir. Exzellenz, unsere Boten melden, dass die Truppen der Eurasischen Allianz den Wall besetzt haben. Die beiden Objekte, die in der Luft zusammenstießen, wurden noch nicht gefunden. Allerdings erreichen uns immer weitere Meldungen über Schäden, die ihr Kampf auf unserem Territorium verursacht hat. Sollen wir nach wie vor die Suche nach den Überresten der beiden provisieren? Die Verwüstung, müssen... Verzeiht, Exzellenz. Natürlich, darüber zu befinden, steht niemandem anderem als euch zu. Alles wird gemäß eurem Befehl ausgeführt werden. Dieser Drache, wie nannten ihn die Domaner gleich? Shinryu. Was für einen fesselnden Kampf er sich mit dem Herrscher Bahamuts doch lieferte. Es wäre eine Schande, wenn die Geschichte der beiden damit schon zu Ende wäre. Am Horizont der Bestimmung schweift der Blick nach Ost, errötet den Himmel in Ahnung der Freiheit. Oder kündet er von einem blutigen Sturm? Ja, das war dann erstmal die Geschichte von Heaven's Ward. Und bevor wir mit der nächsten Erweiterung weitermachen, haben wir noch ein paar Sachen zu erledigen. So, und dafür gehen wir jetzt erstmal nach Limsa. Denn unsere staatliche Gesellschaft hat auch noch eine Kleinigkeit, die erledigt werden muss.
So, nebenbei können wir auch mal wieder einen anderen Begleiter rufen. Den haben wir jetzt auch schon ein paar Folgen dabei gehabt. Wen nehmen wir denn? Nehmen wir mal den Bomboko. So. Dann gehen wir jetzt erstmal in die Wachstube hier rein. Denn vor einiger Zeit haben wir eine Kommandoposition erhalten und mussten dafür noch jemanden rekrutieren. Und hier haben wir jetzt endlich ein paar Bewerbungsschreiben bekommen. Theo, dein guter Führungsstil hat sich herumgesprochen. Neue Anwärter bitten um die Aufnahme in dein Kommando. Lies dir die Bewerbungsschreiben durch und entscheide, ob du die Anwärter aufnehmen möchtest. Lass die Anwärter antreten, um sie persönlich in Augenschein zu nehmen. Von Angesicht zu Angesicht kannst du sie bestimmt besser einschätzen als nur anhand ihrer Bewerbung. So, wir haben einmal einen Mikrote, der ist Taumaturg, den gucken wir uns doch mal an. Der sieht irgendwie komisch aus, aber wir rekrutieren ihn mal, weil wir jemanden brauchen. Und somit haben wir jetzt 4 Stück. Ha, sehr gut. Mit 4 Soldaten ist unser Kommando einsatzbereit. Du kannst ab jetzt Kommandotrupps auf Einsätze schicken. Maximal kann das Kommando aus 8 Soldaten bestehen. Denke daran, wenn du neue Soldaten rekrutierst. Gut, bevor ich viele Worte verliere, schlage ich ganz einfach vor, umgehend den ersten Einsatz zu absolvieren. In der Praxis lernt man noch am schnellsten. So, sende einen Kommandotrupp auf einen Einsatz, sprich mit dem Sturmmat und wähle Einsatzbefehle einsehen. Ja, das machen wir auch mal. Dein Kommando steht bereit. Wie lauten deine Befehle? So, es geht also los. Dein erster Einsatz. Normalerweise hat das Flottenkommando eine Reihe von Einsatzbefehlen ausgegeben, die erledigt werden müssen. Aber fürs Erste habe ich eine ganz einfache Aufgabe für dich ausgesucht. Stelle einen Kommandotrupp aus den verfügbaren Soldaten zusammen und gib den Befehl, den Einsatz zu beginnen. So, ein Kommandotrupp besteht immer aus 4 Soldaten. Im Laufe des Spiels kannst du deine Soldaten auf bis zu 8 aufstocken. Suche immer die geeignetsten für den Kommandotrupp aus. So, Patrouille des Stadtgebietes. Ja, ist jetzt nicht so schwierig. Wir schicken mal die 4 Leute, weil mehr haben wir nicht. So, dann beginnen wir das mal. Alles bereit? Normalerweise musst du deine Soldaten vor Beginn des Einsatzes mit Staatstalent bezahlen, aber heute übernimmt das Oberkommando diese Kosten. Stell dich darauf ein, dass du als Kommandoführer für die Bezahlung deiner Soldaten verantwortlich bist. So, der Kommandotrupp ist unterwegs und wird eine gewisse Zeit benötigen, bis er zurückkehrt. Dann werde ich dich über das Ergebnis des Einsatzes informieren. Wenn du nach einem Einsatz mit dem Sturmmat sprichst, wird er dich über den Ausgang des Einsatzes informieren. Wann dein Kommando von dem Einsatz zurückkehrt, kannst du im Timer im Hauptmenü unter Spielinhalte überprüfen. So. Wo haben wir es denn stehen? Kommando, im Einsatz. Noch 59 Minuten. Super. Haben wir sonst noch Bewerbungsschreiben? Tatsächlich. Dann gucken wir die mal noch kurz an und nehmen alle auf. So, einen Schurken oder Schurkin. So, dann noch einen Waldläufer. So, rekrutieren wir auch mal. So, wir haben noch einen weiteren Waldläufer, den werden wir mal ablehnen. Dann einen Gladiator, den nehmen wir mal auf. So, und das war's schon.
Gut, dann gehen wir da wieder raus. Dann haben wir das erstmal erledigt, bis der Trupp zurückkehrt. So. Gut, und in der nächsten Folge werden wir dann erstmal unsere Sachen reparieren und dann geht's weiter noch mit den Vanus, den Gnats und den Mogris. Die sind nämlich auch schon wieder voll. Und ja, dann war's das für diese Folge erstmal. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Krieger des Lichts, merkt dir unsere Gesichter. Das ist euer Ende.